zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich für euch einen doppelten Klassiker. Und zwar einmal in der Rebsorte, wir probieren einen Riesling und einmal vom Weingut, Weingut Robert Weil. Ein sehr, sehr bekanntes Weingut aus dem Rheingau, genau genommen aus Kietrich, mit einer klassischen Rheingauer Rebsorte, nämlich dem Riesling. Ich rede erstmal ein bisschen über den Riesling. Der Riesling ist die deutsche Rebsorte, eine edle Rebsorte, die es seit vielen hundert Jahren hier gibt. Und sagen wir mal so, Deutschland ist für Riesling prädestiniert, weil wir ein cool Climate sind. Also wir haben viele Klimazonen, Mikroklimazonen und einen großen Unterschied von Tages- zu Nachttemperaturen. Und das ist für den Riesling optimal. Und aus diesem Grund funktioniert Riesling in Deutschland unglaublich gut und wahrscheinlich am besten auf der ganzen Welt. Die größten Rieslinge kommen nun mal einfach aus Deutschland. Und die größten Rieslinge aus Deutschland kommen unter anderem von Weingut Robert Weil. Wir haben die großen Kietricher Lagen bei Weil, zum Beispiel den Kietricher Gräfenberg, aber auch den Kietricher Turmberg. Und was ich am Riesling so spannend finde, ist, dass jede Palette bespielt werden kann. Wir können jede Schattierung beim Riesling rausholen. Von eher leichten, eher einfachen, eher fruchtbetonten Weinen hin zu edelsüßen, eher komplizierten, nach Honig riechenden und schmeckenden Weinen. Und dazwischen ist quasi alles möglich. Riesling kann man jung trinken, aber auch sehr, sehr alt werden lassen. Gerade hochwertige Rieslinge können 50 Jahre und älter werden und immer noch sehr, sehr gut schmecken. Das macht es zu einer spannenden Rebsorte, weil sie so vielfältig ist. Wenn wir einen eher einfachen Riesling wie diesen Riesling-Kabinett probieren, dann haben wir meistens zwei Leitaromen. Und zwar entweder zitrisch oder in so eine Pfirsich-Nektarine-Aprikose-Richtung rein. Daran kann man sich immer ganz gut festhalten, wenn man den jungen, einfacheren Riesling probiert. Wenn man hier reinriecht, hat man ganz klar zitrisches Aromenspektrum. Wir haben ein bisschen Limette, ein bisschen Zitronenschale, ein bisschen Grapefruit. Wir merken in der Nase schon, boah, da kommt eine Säure auf uns zu. Und es bestätigt sich voll am Gaumen. Der Wein hat eine sehr vitale, sehr kräftige Säure, was den Riesling auch ein bisschen schwierig macht für manche Leute, die halt Säure nicht so gut vertragen. Und Riesling ist eine Rebsorte, die bringt Säure mit. Die kann man jetzt auch nicht ganz wegkeltern, sage ich mal. Natürlich, je mehr Restzucker reinkommt, desto weniger spürt man die Säure, aber sie ist da. Sie ist hier voll da, der Wein ist trocken, der Wein hat relativ wenig Alkohol, 11,5%, ist dadurch frisch animierend. Und hat eben diese super tolle zitrische Aromenpalette. Das macht sie natürlich perfekt als zum Beispiel Aperitif oder zu leichten Vorspeisen, zu einer Pasta, zu einem weißen Fleisch, vielleicht auch zu einem hellen gegrillten Fisch mal. Muss man mal so rumprobieren, was einem schmeckt, was einem passt. Denn zu solchen Weinen will man eigentlich kein Essen servieren, das den Wein dann so überfordert und so überrumpelt. Wir wollen ein Essen, das den Wein begleitet und wollen den nicht fertig machen, sage ich mal. Ich liebe Riesling, aus dem Grund, den ich schon angesprochen habe. Und zwar, weil eben die Schattierungen so unterschiedlich sind, weil man so viel von Riesling erwarten kann und weil man eigentlich fast jeder, sage ich mal, einen Riesling finden kann, der zu ihrem oder seinem Geschmacksprofil passt. Das heißt, seid mutig, probiert mal einen Riesling, fangt mit sowas an und dann gebt ein bisschen mehr Geld aus als das. Das kostet vielleicht, weiß ich nicht, 12 oder 15 Euro irgendwie. Probiert euch ein bisschen durch. Ihr findet einen Riesling, der euch schmeckt, da bin ich mir sicher. Und ich hoffe, ich habe euch das Thema Riesling gerade ein bisschen näher gebracht und werde auf jeden Fall weitermachen. Danke euch.